Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Eine Zylindertasse. Also, das ist sicherlich Meißen, das habe ich selber erkannt. Also, ich habe das geerbt von meiner Mutter. Ich habe auch mal überlegt, das steht ja vorne zwei Buchstaben drauf, ob ich da was in den Familienunterlagen, die ich auch aus der Familie erhalten habe, was finde. Also, ich habe nichts gefunden, was zu diesem Datum passt. Von der Marke her, Sie haben völlig recht natürlich mit Ihrer Einschätzung, Meißen, die gekreuzten Schwerter mit einem Stern unten drunter, das ist die Marke der Periode Marcolini, spätes 18., frühes 19. Jahrhundert. Durch das Datum 1811 sind wir im frühen 19. Jahrhundert. Jetzt haben wir hier in der Untertasse eine verrückte Szene. Wir haben, um im Hintergrund anzufangen, eine Art Insel oder so ein Ausläufer, eine Landzunge, stark bebaut mit einer Stadt, offenbar ein Hafen, denn es sind Schiffe da. Die Hälfte der Schiffe sind in gutem Zustand, die andere Hälfte der Schiffe sind im Brand. Oben schwebt ein Ballon. In der Gondel des Ballons sind Soldaten und es sind zwei Flaggen in Rot und Weiß, also heraldisch gesagt in Rot und Silber. Dann haben wir etwas, was runterfällt, also so den Anschein gibt, es fällt aus dem Ballon runter, ein Hut mit Hermelin, ein roter Hut, ein Fürstenhut oder Kurhut, ein Herzogshut, also die kann man schlecht auseinanderhalten, die sehen alle fast gleich aus. Und wir haben ein Paar, das sich die Hand hält, sie durchaus in einem Kostüm von 1811, die Hand hält, er nun in einer spanischen Tracht mit diesem ganz flachen Hut und er hält ein Papier in der Hand. Und da muss man jetzt tief in die Geschichte einsteigen. Also eine Bombardierung von Schiffen aus einem Ballon, das ist mir nicht bekannt. Aber ich kann auch nur eine Vermutung in dieser Zeit, 1810, 1811, toben in Südamerika die Unabhängigkeitskriege, die Unabhängigkeitsbewegungen. Und da dieses Paar, Mann und Frau, das Volk, hält sich an der Hand, hält ein Papier, eine Unabhängigkeitserklärung. Es gibt ein Krieg wie bei der Schlacht von Trafalgar, die englische Flotte unversehrt, die französische zerstört. Die Schlacht von Trafalgar ist natürlich nicht in Südamerika, sondern das hängt mit den spanischen Bewegungen zusammen. Nur dieser Kurhut, da es nicht eine spanische Krone ist, müsste man mir noch erklären. Das heißt, das ist eine Spur, die ich da ganz spontan entwickle. Aber da müsste man richtig einsteigen. Jetzt haben wir aber ja, Sie haben schon gesagt, die Familie kommt nicht in Frage für GR und das Datum. Hab vielleicht, Frau Wendel, eine Idee? Ja, ich habe eine Idee und ich bin gerade völlig abgelenkt, weil es in mir ganz stark arbeitet. Ich bin kürzlich korrigiert worden, weil es nicht heißt Ballonflug, sondern Ballonfahrt. Und da dachte ich, Moment, wieso denn das? Hab mal nachgeschaut und es ist tatsächlich so, Gefährte, die leichter sind als Luft, die fahren und die schwerer sind als Luft, fliegen in der Erklärung. Und dann bin ich hängen geblieben, habe weitergelesen und habe, das ist jetzt wirklich ein grandioser Zufall, habe über eine Ballonfahrerin was gelesen. Und zwar ist das die Wilhelmine Reichert und ihr Mann ist Gottfried Reichert. Ach, und also, wenn das stimmt, das ist total toll, dann das passt. Ist und es die Tasse von Gottfried Reichert? Ja, und was ganz toll ist, die Zeit passt auch. Denn die Familie Reichert ist 1811, glaube ich, von Berlin nach Dresden umgezogen. Also was auch erklären würde, dass es ein Produkt von Meißen ist. Und sie haben da mehrere Ballonfahrten unternommen. Und es gibt da auch ganz dramatische Ereignisse. Also sie ist die erste deutsche Frau, die Ballonfahrerin war. Ihr Mann war Aeronaut und ein großer Chemiker, war bettelarm als Student, hat in Berlin damals noch die erste Ballonfahrt eines Deutschen miterlebt. Ich glaube, zuallererst eine Bruchlandung, dann eine Ballonfahrt. Und wollte das eben auch unbedingt selber probieren. Und als Team waren die beiden wirklich kleine Stars. Also die haben dann auch mit ihrer Ballonfahrerei wirklich Geld verdient und sich ein sehr gutes Leben aufgebaut. Und eben 1811. Hatten Passagiere dann schon drin?
Nein, die sind alleine geflogen, aber die haben 1811 eben auch mehrere Fahrten gemacht. Und es könnte durchaus sein, dass diese 15. September 1811 eine Erinnerungstasse an eine Fahrt ist. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig mit der Geschichte, denn Sie haben sich vielleicht gewundert, dass unten noch dieses C-R Punkt das hat mich ist. Sehr gewundert. Haben Sie sich sehr gewundert? Da wundere ich mich auch. Das ganz Spontane, was mir da kommt, es gibt einen berühmten Schriftwechsel zwischen Friedrich dem Großen und Voltaire mit einer Einladung nach Sanssouci, wo man alles in einer Art in Rebus, also in einem Rätsel macht. Ja. Die Antwort von Voltaire auf diese Abendeinladung ist, dass er ein großes G und ein kleines A schreibt. Und wenn man das Französisch liest, heißt es J'ai grand A petit. Also j'ai grand appétit. Und wenn man das jetzt liest, dann muss man da irgendwie, ich denke auch in Französisch in dieser Zeit, versuche das zu entschlüsseln. Das könnte c'est grand und dann irgendwas mit Linie und R und R. Also das R, R könnte wieder A-I-R denken, was mit dem Luftballon zu tun hat. Mhm. Also da haben Sie noch eine ganz schöne Rätselaufgabe für die nächsten Ferien vor. Also ein unglaubliches Stück, wo vielleicht auch unsere Zuschauer zu Hause mithelfen können beim Raten. Und Sie natürlich noch große Aufgaben haben. Jetzt ist es natürlich, es ist wunderschön gemalt und so weiter. Die Tasse hat ihren Henkel verloren im Laufe der Zeit. Es ist trotzdem eine tolle Geschichte. Das wirkt sich sicher auf den Preis aus. Ja, also ich weiß nicht, haben Sie noch Stücke vom Henkel? Gibt es da noch was? Ich habe noch zwei Stücke, ja. Ich war sogar dabei, als die runtergefallen ist, meiner Mutter. Die war sehr unglücklich darüber. Und das war ein ganz eng anliegender Henkel. Man konnte eigentlich die Tasse gar nicht richtig anfassen. Ja, ich bin hin und her gerissen. Wenn der Henkel restauriert ist, kann ich mir gut vorstellen, dass 2000 Euro oder so möglich wären, vielleicht sogar mehr, weil das ist so selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das mal auf einem Porzellan gesehen habe. Aber in dem Zustand... Ja, dann ein paar hundert Euro. Mhm. Aber die Geschichte ist natürlich trotzdem fabelhaft. Und also es ist ein Objekt zum Abheben. Ja. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Freude. Vielen Dank. Wiederschauen.